Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pressevertreter, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Punktspiel zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Magdeburg. Das Spiel über die Sportfunk-Interviews haben 1803 Zuschauer gesehen. Die beiden Tore erzielte der Magdeburger Christian Beck einmal in der 61. Minute und das 0:2 in der 74. Minute. Das stimmt nicht? Nein, genau so bist du. Okay, ja. Das erste Tor. Dann nehmen wir das so zur Kenntnis. Neben mir haben Platz genommen die beiden Trainer. Das ist zum einen der Gästetrainer Andreas Petersen vom 1. FC Magdeburg und zu meiner Linken unser Trainer vom FSV Zwickau, Thorsten Ziegner. Und an die Gäste möchte ich nun zunächst das Mikrofon übergeben, um die Einschätzung zum Spiel aus Sicht des 1. FC Magdeburg zu hören. Ja, erstmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Ich denke mal, wir haben hier ein gutes Regionalligaspiel gesehen, vor allen Dingen taktisch hochwertig von beiden Mannschaften, sehr diszipliniert. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften doch ein bisschen Respekt voreinander hatten, berechtigt. Man unterschätzt ja, dass Zwickau für mich weiterhin eine absolute Spitzenmannschaft ist. Und hier zu bestehen ist nicht einfach. Es gab kaum große Möglichkeiten. Dann doch uns kleine Vorteile, wir hatten auch keine richtige 100%, wir hatten zwei, drei gute gefährliche Situationen und ich denke mal mit der ersten Situation, die zum Tor führte, war so ein bisschen der Bann gebrochen, wäre natürlich großes Glück mit dem verschossenen Elfmeter, hätte wenn und aber, wissen wir, das nötige Glück auf unserer Seite gehabt, überragend beide Tore, fand ich, schöne Einzelaktion, beziehungsweise das zweite Tor, wenn ich Christopher Reinhardt sein in Wahnsinn Solo sehe und den Pass in die Schnittstelle auf Christian Beck, der da nicht so einfach nach außen gedrängt worden ist und den sensationell vollendete. Wie gesagt, es war ein hartes Stück Arbeit. Zwei klasse Mannschaften, die taktisch gut wirklich ausgebildet sind und dort wenig zugelassen haben. Und Zwickau hatte eigentlich, wie gesagt, viel investiert, aber eine richtig klare Chance, außerdem mit Meter den Kopfball nach der Ecke von Kellig. Hatten sie denn nicht, und wie gesagt, wenn du hier erstmal führst, dann sieht es für ja, die jeweilige Mannschaft besser aus. Und ich denke mal, nicht unverdient. 2-0 gewonnen. Mehr kann ich eigentlich, möchte ich auch dazu sagen. Ich wünsche Thorsten, FSV Zwickau weiterhin alles Gute. Ich glaube schon, dass die Mannschaft sukzessive wieder nach oben kommen wird. Haben jetzt ein relativ durchwachsenes halbes Jahr gehabt, aber wie gesagt, die Serie fängt in der Rückserie bei 0 an. Und demzufolge haben wir unseres dazu getan, zum ersten Mal 6 Punkte geholt in beiden Spielen. Glückwunsch an meine Mannschaft, bin da richtig stolz drauf und ich denke mal, wird eine angenehme Heimfahrt und wie gesagt, den FSV und Thorsten, alles Gute. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir sofort zur Einschätzung aus Sicht des FSV Zwickau und ich übergebe jetzt das Wort an unseren Trainer, Thorsten Ziegner. Ich kann da eigentlich nur anknüpfen, was mein Kollege gesagt hat. Ich denke, das ist für viele Außenstehende oder die im Stadion sind, vielleicht gar nicht so bewusst, dass es halt taktisch ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, gerade in der Defensive war und dementsprechend wenige Torchancen auf beiden Seiten zustande kommen. Das liegt nicht daran, dass beide Mannschaften kein Fußball spielen können, sondern dass die Gegner schon abwehreinheiten gut stehen, die Mannschaft geordnet in der Defensive arbeitet. Das sieht dann vielleicht für den einen oder anderen nicht sonderlich schön aus. Ich denke auch, wir haben über beide Strecken des Spiels ein ausgeglichenes Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit hat Magdeburg die ersten 25 Minuten bestimmt oder war die Tick bessere Mannschaft. Wir konnten uns dann ein Stück weit befreien in der ersten Halbzeit, sodass es dann auch zu Recht mit 0:0 in die Halbzeit gegangen ist. In der zweiten Halbzeit sind wir dann relativ ordentlich gestartet, mein Kollege hat es schon gesagt, haben die Möglichkeit durch den Kelle vorher noch, oder Torhüter der Magdeburger sensationell hält nach dem Kopfball vom Göbel. Zwei gute Möglichkeiten, wo wir hätten in Führung gehen können. Und uns war schon bewusst, dass es die Mannschaft einfacher haben wird, die hier das erste Tor schießt. Und dass die dann sicherlich ein Stück weit weiter auf einer Siegerstraße ist. Wir hatten dann trotzdem die Möglichkeit, noch den Ausgleich zu erzielen. Solche Sachen passieren aber im Fußball genauso wie Tore, die man vorne erzielt. Auch da mal
kleines Wort dazu, für alle, die das vielleicht nicht verstehen. Einen Elfmeter kann man nur dann verschießen, wenn man schießt. Sonst geht es halt einfach nicht. Das ist so eine Sache, ich bin froh, dass der Manuel da immer wieder Verantwortung übernimmt. Ist schade, dass er verschossen hat, aber so ist es nun mal im Sport. Ansonsten ist es dann einfach die Klasse von dem Christian Beck, die dann so ein Spiel entscheidet, der da zweimal eiskalt gewesen ist vor dem gegnerischen Tor. Und dementsprechend sind wir natürlich unzufrieden heute. Wir wollten diesen Schwung aus den letzten beiden Spielen gerne mitnehmen und wollten in diese paar Tage freie Spielzeit mit einem guten Gefühl gehen. Das ist uns nicht gelungen, aber ich kann versprechen, wir werden wieder aufstehen und dann gegen Victoria Berlin wieder alles daran setzen zu gewinnen. Danke. Soweit die Einschätzung der beiden Trainer. Sie haben nun die Möglichkeit, Fragen an die beiden zu stellen. Bitte schön. Michael Nowak, die Bild-Zeitung, eine Frage an Herrn Petersen. Aus wenig Handen zwei Tore gemacht. Ist das eine neue Qualität, auch das, was man dazu macht? Also wenig Chancen nicht, er hat ja auch einen riesen Kopfball, den er unterhält. Vergisst man ja, wo kenne ich seinen Kopfball, hat wieder einen richtig guten Kopfball. Wir hatten heute nicht so viele Torschancen wie in den letzten Spielen, das muss man sagen. Das hat aber was mit der Qualität meiner Abwehrreihen zu tun. Ja, ich denke schon, dass wir auch in der ersten Halbzeit so zwei, drei richtig gute Situationen hatten, die wir nicht brutal zu Ende geführt haben. Das haben wir zur Halbzeitpause angesprochen, wenn wir dann noch ein bisschen mehr investieren, wenn wir dann noch ein bisschen entschlossener sind. Du kriegst gegen Zwickau nicht viel. Denn die 26 Gegendurchmisse da vorhanden, das war eigentlich nicht die Qualität, die Zwickau hat. Jetzt haben sie sich gefestigt in den letzten Wochen, aber ich denke mal, auch das ist Qualität, dass man eine gewisse Effektivität hat. Und die hatten wir heute. Und ich denke, wer die Tore macht, hat das dann nämlich unverdient gewonnen. Gibt es weitere Fragen? Wenn dies jetzt nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise, Ihnen allen guten Nachhauseweg und wir sehen uns dann Anfang Dezember zum Heimspiel gegen Victoria Berlin wieder. Tschüss und Sie gut nach Hause. Danke.